Ja, ich würde sagen, herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid zur Tooltime. Mein Kollege Bernhard Schindler wird euch heute diese Stunde versüßen. Bernhard ist für die Öffentlichkeitsarbeit bei uns im Logo zuständig und ist nebenbei auch Fotograf und macht Videos. Und ja, ihr werdet einiges sehen, was er so macht. Und wenn ihr vielleicht auch schon auf unsere Homepage geschaut habt oder auch auf unseren YouTube-Kanal, dann seht ihr ganz viele Sachen, die Bernhard bereits gemacht hat. Bernhard, ich würde sagen, ich übergebe das Wort an dich und wir freuen uns schon sehr über deine Tipps und Tricks mit dem Smartphone. Danke, Dagmar. Danke für die nette Einleitung und hallo an alle von meiner Seite. Ich hoffe, ihr hört es mir gut und seht es mir auch gut. Seht jetzt auch meinen Bildschirm. Dagmar, sehen wir den Bildschirm? Wir sehen deinen Bildschirm super. Perfekt. Ja, die Dagmar hat mir jetzt eh schon kurz vorgestellt. Ich glaube, da brauche ich gar nicht mehr viel dazu tun. Ich meine, was ihr gerade von mir videomäßig gesehen habt, war eh das letzte Yes-Video. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch ich gemacht und produziert. Und die Dagmar hat eh schon alles gesagt. Genau. Das Thema von heute ist eben Cut, Videoschnitt mit dem Smartphone und das werden wir ungefähr die nächste Dreiviertelstunde machen. Die werden wir relativ kurz halten, weil ich glaube, es ist immer ganz cool, wenn man zu dem Thema Fragen stellen kann, weil das für alle wahrscheinlich interessant ist. Aber zum Inhalt kurz, was werden wir heute machen? Ich werde mal als erstes ein bisschen theorielastig, also besser Fotos, Videos mit dem Smartphone machen. Dann gebe ich euch ein paar App-Tipps, die man halt immer cool verwenden kann. Dazu halt immer, weil Video ist halt schon sehr zubehörlastig normalerweise. Also man braucht, ist immer gut, man kann es auch mit dem Smartphone ohne irgendwas machen, aber es gibt ein paar Kleinigkeiten, die ganz cool sind, wenn man die mitbenutzt. Und dann werde ich praktisch auch sagen, anhand von einem Beispiel, wie man sowas macht, also gleich direkt mit dem Handy. Und dann wäre eben Raum für Fragen von meiner Seite. Genau, das ist es. Besser Fotos machen mit dem Smartphone. Ich habe da immer gern, wenn ich solche Workshops mache, so 10 Basic Tipps, die immer ganz cool funktionieren, wo ich glaube, dass das einfach viele Leute, dass es ihnen hilft, wenn man Fotos oder Videos, das kann man dann ja für beides verwenden, einsetzt. Für mich das Erste ist immer, das denken halt zu wenig Leute meistens, dass man die Linse von seinem Smartphone säubert. Also ihr kennt das alle, wenn ihr ein Smartphone habt und hinten die Linse, da, also da. Die ist manchmal, wenn man es ans Ohr haltet oder telefoniert oder den ich zum Beispiel telefoniere oft so, hat man seinen Finger auf der Linse drauf und dann verschmutzt die und wird fettig. Und da ist ein guter Tipp, dass man einfach einmal ein Brillenputztuch oder irgendwas nimmt. Wir haben da beim Logo auch immer so, mache ich gleich ein bisschen Werbung, so relativ schöne Brillenputztücher und mit denen einfach einmal die Linse abputzen. Das hilft manchmal schon, klingt immer sehr, sehr einfach, aber wenn ihr das aber macht, ihr werdet einen Unterschied merken, ob die Linse hinten am Handy sauber ist oder nicht. Weil sonst hat man manchmal so einen schmierigen Filter drauf oder so einen schmierigen Film irgendwie und das ist eigentlich ganz praktisch. Am Der Laptop zweite. übrigens auch ganz gut, oder? Am Laptop, wenn man jetzt im Zoom ist, sollte man auch manchmal wischen, oder? Grundsätzlich mache ich jetzt gleich mal so. Ja. Grundsätzlich, das Solltet machen ihr jetzt alle wahrscheinlich. machen. Machen jetzt wahrscheinlich gerade eh wirklich alle. Ich kenne es so von Workshops, dass das die Leute dann halt immer machen. So, warte jetzt ganz kurz. Mal schnell was zumachen. Und ja, wie gesagt, kann ich empfehlen, ist ein super Tipp. Sonst beim Fotografieren und Video machen, es ist derzeit halt, ich meine, ihr werdet es eh alle, die in der Jugendarbeit arbeiten, mitkriegen, es passiert halt extrem viel im Hochformat. Also TikTok ist im Hochformat, Instagram bevorzugt auch das Hochformat. Und es ist für einen Filmmacher oder einen Fotografen immer total anstrengend und eigentlich mies, wenn man im Hochformat die Sachen aufnehmen muss, weil es einfach unnatürlich ist. Wir sind es vom Fernsehen und von Kinofilmen und alles immer gewöhnt, dass es im Querformat ist, also 16 zu 9. Aber das Facebook, TikTok und Instagram wollen da halt unsere Sehgewohnheiten ein bisschen verändern. Deswegen ist es eigentlich besser, man nimmt die Videos im Hochformat auf. Werde ich nachher noch dazu kommen, wann und wo das Sinn macht. Wenn man es nicht unbedingt im Hochformat aufnehmen will, kann man es ja im Querformat aufnehmen, muss halt ein paar Schritte weiter hintergehen, dass man es halt auf der Seite noch wegschneiden kann. Dagmar, ich höre da irgendjemanden mit dem Mikro noch. Irgendwer hat sein Mikro noch ein.
Ja, es ist leider ein bisschen unsicher. Ich sehe es leider nicht. Wurscht, mich stört das nicht. Ist wie in der Schule. So, ja, das haben wir das. Dann der nächste Tipp ist halt immer die Wahl der Perspektive. Das ist halt immer wichtig, weil wir sind es alle gewöhnt, dass wir die Kamera immer so vor uns halten. Also wenn wir filmen, kennst du sicher, wenn ihr in der Stadt seid und irgendeine Touristen seht oder so, oder kennst du vielleicht selber, die halten immer die Kamera genauso vor das Gesicht und filmen so auf Brusthöhe. Also, ich sage es euch nochmal, meiner Kamera, mein Handy, einfach immer so irgendwie und filmen dann. Da sollte man sich halt überlegen, ob das Sinn macht und ob man nicht vielleicht einmal ein bisschen mit Perspektiven herumspielt. Sprich, ich gehe mal, leg das Handy einmal am Boden und filme vom Boden auf oder ich filme von durch irgendeinen Gegenstand durch oder von ganz flach so nach unten, so nach unten. Da kriegt man halt schon andere Perspektiven und macht seine Fotos und Videos halt da interessanter. Also da einfach ein bisschen experimentieren, da gibt es eh total viele Sachen, was man halt machen kann, sich einfach durch Instagram schauen und schauen, wie die Leute das dort machen. Also da gibt es, wie gesagt, da kann man echt ein bisschen experimentieren. Ihr könnt bei eurem Smartphone ja immer diese Linien einschalten. Ich weiß nicht, ob das viele kennen. Das ist normal bei jeder Standardkamera oder Standard-Video-App, kann man das dort einstellen, dass es halt dieses Raster und diese Linien gibt. Das auf jeden Fall einschalten, weil dadurch kann man halt dafür sorgen, dass das Video oder das Foto halt gerade ausgerichtet ist, dass es nicht zu so schief irgendwie weghängt oder so, sondern dass es halt wirklich gerade ist. Und das macht halt auch schon einen großen Unterschied. Und ihr kennt es sicher alle, wenn ihr dann irgendwie so schiefe Videos oder schiefe Fotos irgendwo seht, kann natürlich ein Stilmittel sein, aber halt grundsätzlich eher immer schauen, dass halt alles gerade ist. Und meistens gibt es halt, egal was ihr fotografiert, einen Tisch, die Grazer Innenstadt, was auch immer, es gibt irgendwo, gibt es immer eine Linie. Ob es eine Tischkante ist, eine Häuserfront, ein Straßenbahngleis, von einem Kaffeehäferl, da zum Beispiel den Rand. Es gibt immer eine Linie und an diesen Linien richtet es das am besten aus, weil dann ist es ja immer schön gerad und wirkt dann halt auch professioneller. Ganz wichtig ist, ihr könnt beim Handy, und das geht nicht nur bei den modernen Handys, es geht bei fast jedem Handy, ihr könnt, wenn ihr auf dem Display drauf tippt, könnt ihr manuell fokussieren. Also ihr könnt sagen, wohin der Fokuspunkt, also da, wo es scharf gestellt sein soll, sein soll. Da müsst ihr einfach nur, wenn ihr die Kamera-App offen habt und irgendwas fotografieren wollt und vielleicht, wenn ihr ein bisschen näher hingeht, einfach drauf tippen und dann wird es genau das Objekt, was wichtig ist, fokussiert. Funktioniert bei Videos eigentlich ganz genau gleich und dadurch kriegt ihr dann halt da immer wieder diese unschärfen Effekte zusammen, die man in der Fotografie gern einsetzt. Also die Dagmar macht sich immer ein bisschen über mich lustig, weil sie sagt, ich tue das halt zu oft mit so scharf, unscharf. Aber es ist halt in der Fotografie ein Stilmittel, um halt Sachen in den Fokus und den Vordergrund zu heben. Und das kann man eben mit diesem manuell Fokussieren machen. Genau, wichtig ist dann halt auch immer, wie ihr mit dem Licht spielt. Also darauf muss man immer aufpassen, wo das Licht herkommt. Weil oft einmal kennt ihr das ja sicher, es ist dann halt einfach zu hell oder zu dunkel und da muss man sich halt ein bisschen am besten immer ums Licht herum bewegen. Also wenn ihr eine Lichtquelle habt, so wie die Sonne, ihr kennt es sicher, Familienfoto irgendwo, ihr seid in der Natur, es ist 12 Uhr zu Mittag und ihr macht ein Foto von eurer Tante oder von eurem Onkel oder von eurer Mama und das schaut furchtbar aus. Es regt sich dann jeder darüber auf und das ist halt deswegen, weil das Licht zu Mittag zum Beispiel ganz hart von oben kommt und dadurch die Leute einfach komplett hart und man sieht jede Falte, jede Hautunreinheit und jeden Makel. Und das kann man halt auch vermeiden, indem man halt oft einmal zum Mittag zum Beispiel eher in Schatten geht und dort im Schatten fotografiert, weil da gibt es immer noch genug Licht, aber es ist halt ein bisschen weicher. Es ist immer ein bisschen schwer, das zu erklären, wenn man nicht in Person vor jemandem ist, weil das ist halt am besten, wenn man das ein bisschen im Raum übt, wie man sich zu einer Lichtquelle stellt. Aber zum Beispiel, ihr kennt es auch bei Zoom-Konferenzen, da kann man das ja auch gut anwenden, weil ihr kennt es sicher alle, ihr sitzt in eurem dunklen Raum oder in eurem Raum und der ist halt kein professionelles Studio. Und dann ist halt immer die Frage, wie ihr das Licht positioniert. Oder ihr könnt es mit einer Schreibtischlampe zum Beispiel machen, die könnt ihr einschalten und dann leuchtet ihr euch persönlich ein bisschen an.
Und dadurch seid ihr als Person Leuchter. Das heißt aber, um das Bild übersetzen, das Licht ist eigentlich hinter dem Fotografen, weil bei einer Zoom-Konferenz, so wie jetzt, oder da sitzt es eh, da ist die Kamera, das ist eigentlich der Fotograf. Und das Licht muss von hinter der Kamera auf mich herscheinen, damit das halt gut ausschaut. Das kannst du ein bisschen so als Analogie vielleicht verwenden. Aber das Thema Licht ist ein ganz eigenes Thema, da könnte man schon allein drei Logo-Fortbildungen nur zum Thema Licht machen. Wichtig bei Fotos und vor allem auch bei Videos ist, ihr kennt es, diese Blitzfunktion beim iPhone, wo es dann immer komplett grell rausleuchtet hinten von der Taschenlampe, das auf jeden Fall ausschalten. Weil ihr kennt das vielleicht vom Fortgehen, ich meine, das ist jetzt, also 2019er Geschichte, Fortgehen, das gibt es heuer, glaube ich, nicht so, dass ihr fortgeht, es gibt lustige Fotos und wir machen ein Foto im, weiß ich nicht, in der Postgarage von unserer Freunde, machen ein Foto, Blitz, und das schaut jeder einfach einmal komplett fertig, betrunken aus. Ich meine, das könnte halt am Fortgehen liegen, aber es schaut, man schaut einfach nicht gut dabei aus, wenn man mit dem Handy jemanden anblitzt. Das heißt, das am besten immer ausschalten. Und ihr kennt es ja zum Beispiel auch, die Touristen, für mich ist das immer das beste Beispiel, Touristen, die durch die Grazer Innenstadt laufen und dort am helllichten Tag mit einem Blitz fotografieren. Das bringt genau gar nichts und im schlimmsten Fall macht es das Foto kaputt. Und das Gleiche ist diese HDR-Funktion beim Handy, die sorgt halt dafür, dass eure Bilder irgendwie verwaschen ausschauen. Also wenn es geht, die am besten ausschalten. Genau, ganz wichtig ist, ihr kennt es als Sicherheit bei eurem Handy, wenn ihr was fotografieren wollt und dann halt näher reinzoomen wollt, dann macht es halt immer diesen Pinch-to-Zoom. Das immer, egal welches Handy das ist, ob das jetzt gut oder schlecht ist, möglichst vermeiden, gilt aber bei Videos, gilt bei Videos sogar noch viel mehr, weil wenn man mit dem Handy reinzoomt, die meisten Handys, ich meine, außer ihr habt jetzt wirklich super Smartphones, sind nicht dafür gemacht, dass man zoomt, sondern die vergrößern das dann digital und das schaut immer schlechter aus. Also da wäre mein Tipp immer, ihr nehmt das Handy und bewegt es einfach zum Objekt dazu oder ihr bewegt euch um ein Objekt herum oder fahrt so dazu oder sowas. Das ist immer besser und bei Videos natürlich noch besser, weil ihr halt gleich Bewegung drinnen habt. Aber auf jeden Fall immer schauen, dass man da in Bewegung ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp und nie diesen so rein Zoom-Modus verwenden, weil das einfach jedes Foto gleich mal um zwei Stufen schlechter macht. Also lieber ans Objekt nah rangehen als reinzoomen. Genau, das gilt für Fotos wie Videos. Ich meine, ihr kennt es sicher, wenn ihr irgendwie euch selber oder ein Selfie machen wollt oder sowas, dass ihr immer das Handy so, ich hoffe, ihr seht das, so vor euch haltet und dann irgendwie so ganz verstümmelt mit der Hand, jetzt zurück, dass man es besser sieht, so ganz verstümmelt mit dem Finger so raufdrückt und dann halt, je weiter man weggeht, desto schwieriger und verkrampfter wird das. Es gibt bei jedem Handy, gibt es einen Selbstauslöser. Gilt auch für Videos. Man kann ja beim diesen Selbstauslöser, dann findet man in den Kameraeinstellungen und damit kann man dann sagen, okay, 3 Sekunden und dann löst es aus. Das gilt auch für Videos, weil dann kann man das Handy halt immer so halten, 3 Sekunden und dann löst es aus. Weil ich das Handy jetzt immer, noch ein zweiter Tipp, den weiß ich gar nicht, ob ich den jetzt da drinnen habe, weil es mir jetzt gerade einfällt. Na, ich gehe jetzt mal zurück, Entschuldigung. Ein zweiter Tipp, ihr macht ja wahrscheinlich Selfies auch immer so, dass man das die Vorderseite zu euch ist. Ganz wichtiger Tipp, Selbstauslöser einstellen, das Handy umdrehen und das Selfie so machen, weil die Rückkamera immer die bessere Kamera bei einem Handy ist. Die wird immer das bessere Foto machen. Der Nachteil ist, ihr seht es euch natürlich nicht, macht aber eigentlich nichts, weil dann probiert es halt noch ein paar Mal. Aber es ist auf jeden Fall die Kamera hinten, auch für Videos, immer die bessere Kamera. Das heißt, immer versuchen, die zu verwenden. Für Videos ist es sowieso leichter, weil ihr dann ja sowieso da aus alles seht. Über Bernhard. Bernhard, ja. Bernhard, wo es gibt, also ich muss in den Kameraeinstellungen auf meinem Handy, muss ich dann das Video, dass es ein Selbstauslöser, also Selbstauslöser bei Video auch macht, muss ich so einstellen dann. Also das ist bei jedem Handy unterschiedlich, aber das gibt es bei jedem Handy, sagst du? Fast. Also meines Wissens gibt es bei jedem Handy. Meines Wissens gibt es für Video Selbstauslöser bei jedem Handy. Okay, danke.
Selbst, also man muss halt dann meistens in diese Seitenoptionen gehen und da gibt es dann einen Selbstauslöser auch für Videos. Gibt es zu dem Punkt vielleicht schon eine Frage, weil dann würde ich die gleich abholen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in den Chat Oder oder wenn ich etwas zu schnell erklärt habe oder zu. genau, oder sagt es einfach. Zurzeit schaut es so aus, als ob du es gut erklärt hättest und es gibt keine Fragen, Bernhard. Sehr gut, das hört sich doch gern. Perfekt steht, perfekt, danke. Passt. Super. Genau, was ich euch dazu noch anbieten kann, Dagi, vielleicht schickst du das nachher mit aus. Ich kann die PowerPoint natürlich dann auch mit ausschicken oder halt irgendwie auf der Homepage noch dazu verlinken. Kann ich Na, ich selber schick's machen. gerne mit aus, wenn du es mir dann schickst, ist super. Ja, oder ich habe auch noch ein Handout mit diesen Basic-Tipps, das kann ich auch natürlich schicken. Vielleicht noch besser, da steht das alles gesammelt drauf. Das könnt ihr natürlich auch sehr gern verwenden. Gerne. Genau, jetzt hätte ich noch, weil wir am Anfang diese Wahl der Perspektive kurz besprochen haben, da gibt es ein paar Gestaltungstipps, die ich ganz cool finde immer. Und für mich ist so der Ansatztipp ist immer, den habe ich immer benannt, sei kein Lauch, nutze den Lauch. Ihr kennt es sicher, ihr habt vielleicht irgendeine Besprechung oder ihr habt irgendein Meeting oder irgendwas, wo ihr sagt, okay, da hätte ich gerne aber ein Foto. Aber es ist langweilig. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt feststellen soll oder wie ich das fotografieren soll. Und da ist es immer ein guter Tipp, wenn ich das Handy nehme oder die Kamera, was auch immer ich habe, und die fotografiere, ich benutze halt irgendeine Pflanze oder irgendein Deko-Objekt, was da rumsteht. Ich schaue jetzt gerade, warte jetzt kurz. Ich habe da zum Beispiel so einen Weihnachtsstern. Und ich kann diesen Weihnachten, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, es kann jetzt natürlich alles sein. Es könnte jetzt ein Glas sein, es könnte ein Objekt sein, eine Vase, ein Tischgedeck, ein Kaffeehäferl, alles. Und dann ist es immer ganz gut, wenn ich da die Kamera nehme und einfach so ein bisschen vorbei fotografiere oder vorbei filme an dem. Ihr werdet es nachher sehen, ich habe es beim praktischen Teil ein bisschen verwendet, dass man irgendein Objekt in den Vordergrund stellt und das aber nur andeutet. Und das Eigentliche, was wirklich interessant ist oder wo der Fokus drauf liegen soll, was das ist, was ihr zeigen wollt auf dem Foto oder auf dem Video, ist quasi im Hintergrund, aber halt scharf gestellt. Und das gibt halt dem Bild ein bisschen eine Tiefe. Und ich meine, ihr kennt es sicher alle, also da irgendein Setting im Jugendzentrum oder so. Und es passiert irgendwas und ihr wollt es irgendwie cool festhalten. Es gibt bei euch sicher irgendeine coolen Objekte, die rumstehen, dann stellt ihr die Objekte leicht in den Vordergrund und fotografiert so knapp dran vorbei, dass die halt noch so ein bisschen in Silhouetten angedeutet sind und dann das eigentliche Objekt. Und da natürlich auch gern, genau, das habe ich eh, das ist ein bisschen als Bildgestaltung nützen. Auch gern einmal mit dem Handy wirklich fast am Boden runtergehen und vom Boden rauf fotografieren, durch die Stühle unten durch. Sowas bringt immer mal an Mehrwert. Man kann es halt auch gerne mal zum Beispiel für Instagram Stories oder sowas nutzen, einfach mal ein bisschen probieren, weil da ist auch nichts verloren, wenn man es einmal nicht so perfekt hinkriegt, weil es immer besser, wenn man so, damit kann man sich spielen, weil es ist eh in 24 Stunden weg. Also da kann man das einmal probieren, wenn man es einmal veröffentlichen will. Aber es gibt halt den Bildern halt ein bisschen mehr Dynamik und mehr Tiefe. Genau das ist das, was ich gemeint habe, eben mit werde zum Frosch. Dass man halt vielleicht einfach einmal das Handy auf den Boden legt. Also nehmen wir jetzt an, das ist der Boden. Und dann legt man das Handy halt vielleicht einfach so rauf und fotografiert so den Boden entlang aufs Objekt hin. Das nennt sich eben Froschperspektive, dass man ein bisschen versucht, da Perspektiven einzufangen. Oder wenn man irgendein Event hat, zum Beispiel man hat, weiß ich nicht, ein Futsal-Turnier im Jugendzentrum oder irgendwas, was Outdoor ist. Ich weiß nicht, ob bei euch jemand bei Xunt und Du zum Beispiel ein Projekt hat, wenn man sagt, man hat irgendein Projekt beim Wandern oder draußen oder irgendwas, was in der Natur ist, bietet sich halt da immer an, das vom Boden weg fotografieren, weil da sieht man halt schon einmal das Gras und den Boden auch fürs Filmen und hat da schon ein bisschen transportiert gleich mit, okay, das ist in der Natur, da bewegt sich was, da ist was draußen. Also das sind immer so, das kann man bei Videos machen. Es kommt immer gut, wenn man zum Beispiel auf Fußball einen Kick hat, irgendjemand kickt. Und man legt das Handy einfach mit der Kamera nach unten, so, weil das Video dreht sich dann eh automatisch, am Boden und filmt halt die Fußballszene so von dieser Bodenperspektive aus. Oder wenn ihr einen Hula-Hoop-Tanzkurs habt oder was auch immer. Also man kann das immer vom Boden ein bisschen wegfilmen,
dann hat man schon einmal eine coole Perspektive. Genau. Das war einmal nur ganz, ganz kurz. Jetzt wirklich ganz konkret auf Videos. Was halt wichtig ist, wenn man jetzt ein Video für euren Instagram-Kanal, für euren Facebook-Kanal, was er immer machen will. Der erste Tipp, den man da immer geben kann, ist einfach Planung. Man muss sich das überlegen. Ich meine, manchmal passiert es, passiert bei uns im Logo ab, passiert überall, wenn ich Kunden habe, die sagen halt, mach mal bitte das und das Video. Und die haben eigentlich aber keine Idee, was sie haben wollen. Sie sagen halt einfach, sie wollen ein Video haben oder ich will ein Video produzieren. Und dann ist es immer meine Aufgabe oder halt da die Aufgabe von euch, wenn ihr Videos macht, euch zu überlegen, okay, wie soll denn das Video ausschauen? Was hättet ihr denn gern? Also es geht natürlich auch, dass man spontan irgendwas runterfilmt und das halt dann irgendwie postet. Oder wenn ihr jetzt sagt, ihr habt ein Event, Beispiel, bei uns ist es halt zum Beispiel eine Jugendgesundheitskonferenz. Wenn ihr die filmt, dann muss ich wissen, okay, was hätte ich denn gern in dem Video drinnen? Wie hätte ich das gern dokumentiert? Und das gilt für euch auch, wenn ihr jetzt irgendein Event habt, euch vorher, es muss gar nicht großartig sein, einmal kurz überlegen, was hätte ich gern für ein Video und wie soll das ausschauen? Was soll da drinnen sein? Was hätte ich da gern was will ich für einen Eindruck machen? Will ich die Leute zeigen, wie sie halt dort rumturnen? Will ich Details zeigen? Einfach nur kurz einmal, vielleicht wenn man eine Rauchen geht am Nachmittag oder mal am Klo sitzt oder mit dem Bus fährt oder irgendeinen leeren Weg hat, einfach nur mal im Hinterkopf behalten und einmal nachdenken, okay, was könnte ihn da einfangen für ein Bild? Manchmal passiert es dann eh, dass man vor Ort dann irgendwie noch was viel Cooleres findet, aber es ist immer praktisch, wenn man da im Kopf hat, okay, ich möchte das und das haben. Das ist eine Erfahrungssache, wenn ihr das länger macht, kommt das automatisch. Aber echt da grundsätzlich vielleicht einmal ein bisschen einen Plan zurechtlegen, wo man sagt, das und das und das hätte ich gern. Ein ganz cooles Tool dazu ist ein Storyboard. Also weiß nicht, ob ihr das kennt, gibt es wahrscheinlich eh. Das ist einfach, ihr nehmt euch ein weißes Blatt Papier und macht euch so Kasteln drauf und da beschreibt ihr halt die einzelnen Szenen. Also so wie es halt beim professionellen Film ist, da hat der Regisseur oder der Kameramann auch immer einen Szenenplan, wo er sagt, da ist die Einstellung, da ist der Schuss, da ist die Person. Und das ein bisschen so machen. Einfach das einmal für sich selber ein bisschen durchüberlegen. Das kann einfach auf einer Serviette beim Kaffee schnell aufgeschrieben sein. Ich zum Beispiel mache das manchmal, aber auch nicht immer, weil ich vielleicht auch schon erfahren genug bin, dass ich weiß, okay, ich habe da meine Idee im Kopf und ich weiß ganz genau, wie das ausschauen soll und was ich da gern hätte. So wie bei dem Yes-Video, was ihr vorher gesehen habt, da brauche ich dann nicht viel überlegen, weil da weiß ich ganz genau, was ich gern hätte und was das für mich darstellen soll. Da brauche ich das. Ja? Eine Frage, und zwar, erstens, seitdem du dich bewegt hast, bist du jetzt unscharf. Also wir sehen dich nicht mehr so super scharf, wie es vorher war. Jetzt sehen wir dich wieder scharf. Perfekt. Entschuldigung. Geht so. Nein, noch immer nicht, wirklich. Besser? Ich glaube schon. Also nein, eigentlich nicht. Du bist nur immer unscharf, Bernhard. Warte kurz. Siehst, großes Problem beim Fotografieren, Scharf-Schärfe-Verhältnisse machen. So, einen Moment. Warum ist das nicht scharf? Ja, das sind die Probleme beim Fotografieren. Das ist das Schlimmste, was man passieren kann. Machen. Beim Video ist das noch viel, viel schlimmer. So. Ja. Jetzt bist du unscharf vorhin dabei, ne? Yes. Jetzt sehen wir dich wieder. Sehr gut. Perfekt. Und zweitens aber eine Frage, Storyboard. Muss das immer gezeichnet sein oder kann man das auch einfach nur so schriftlich für sich zusammenstellen? Also nein, das geht natürlich nur gezeichnet und das geht nur auf einen Weg. Na, das kann man machen, wie es angefällt. Also wenn man es aufschreibt, man kann es in Stichwörtern machen, das ist jedem komplett selber überlassen, wie er das macht. Es gibt da total viele Apps dafür, die ich halt nicht verwende, deswegen kann ich da leider auch keine Tipps geben. Aber es gibt da extrem viele Möglichkeiten. Ihr braucht das ehrlich gesagt nur mal googeln und schauen Storyboard, wie das halt ausschaut, aber es ist jeden selber überlassen. Es gibt Leute, der Kollege von uns, der Thomas, der macht, den ihr vielleicht auch von einer Fortbildung schon kennt, der macht es halt immer in Excel-Dateien. Es gibt Leute, die machen es in einer Notiz-App am Handy. Es gibt Leute, die machen es in einem Notizbuch. Also wie auch immer ihr das machen wollt, ich mache es auch immer unterschiedlich. Also da gibt es eigentlich nicht wirklich eine Vorgabe oder ein Design. Das ist, wie man sich das selber am leichtesten tut, wie es halt dann selber passt, das einfach machen.
hoffe, das beantwortet es. Ja, danke. Aber wie gesagt, einfach nur, das Wichtige ist eigentlich eher, sich zu überlegen, wie kann ich das machen und wie könnt ihr das umsetzen? Weil vielleicht, wenn ihr anfangt, Videos zu machen, das war bei mir am Anfang auch so, ich habe dann immer total Angst gehabt, okay, was filme ich dort jetzt einfach oder was nehme ich dort jetzt auf, was kommt in dieses Video rein? Das, wenn ihr das ein paar Mal macht und ein bisschen da reinkommt, Video machen ist extrem viel Übung. Also das ist wirklich, Fotos machen ist leicht, Video machen ist halt sehr, sehr viel Übung und man kommt da halt rein und irgendwann kann man sich das dann automatisch vorstellen und weiß dann halt auch schon, was kommt. Wenn zum Beispiel die Dagmar macht ja auch zum Beispiel TikTok, die ganzen Sachen bei uns und die weiß ja wahrscheinlich dann auch schon, die macht sich auch kein Storyboard in dem Sinn, sondern sie weiß halt genau, was hätte sie gern, was tut sie da rein und wie wird das auf, wie wird das dann ausschauen? Nimm jetzt einmal an. Ich überlege mir natürlich immer alles ganz genau. Na, zeitweise schon, zeitweise nicht. Kommt drauf an. Genau, aber du machst da kein so ein klassisches Storyboard, wo du irgendwas aufschreibst oder so. Du na, ist nur in meinem Kopf. Das ist in meinem genau. Kopf. Genau. Genau. Genau, aber wie man sich da halt leichter tut. Wichtig ist es halt, was ihr euch da ganz überlegen sollt, das habe ich da jetzt nicht draufstehen, das meine ich mit Planung ist das halbe Leben. Ganz, ganz wichtig ist zu überlegen, wo soll dieses Video hinkommen? Also soll dieses Video ein YouTube-Video sein? Soll dieses Video ein TikTok-Video sein? Soll es für Instagram-Story sein? Soll es auf Facebook kommen? Soll es in den Instagram-Feed kommen? Da immer überlegen, wohin das kommt, weil abhängig davon, wofür das Video gemacht ist, müsst ihr das Video halt da genauso drehen. Wenn ihr sagt, das Video kommt in die Instagram-Stories zum Beispiel oder normal in den Instagram-Feed, dann müsst ihr es halt hochformatig filmen. Das ist das, was ich meinte mit Hochformat, Querformat. Weil Instagram zum Beispiel und TikTok die Sachen hochformatig wollen. Wenn ihr sagt, das Video soll auf euren YouTube-Channel oder auf eure Homepage oder auf Facebook kommen, dann immer querformatig filmen. Weil das Problem ist, wenn ihr das nicht mitbedenkt und halt auch dabei bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr beim Filmen dabei bleibt. Ihr werdet die größten Probleme haben, wenn ihr ein Hochformat-Video, wenn ihr jetzt alles im Querformat filmt und dann auf einmal ein Video im Hochformat habt. Ich meine, man kann es irgendwie lösen mit ein paar Spielereien, aber es schaut nicht schön aus. Also immer in dem Format bleiben, in dem ihr angefangen habt. Wenn ihr Hochformat, was man natürlich als Behelf immer machen kann, ist, man geht einmal einen Schritt zurück und nimmt auf den Seiten beim Filmen und beim Fotos machen, heißt das, man hat ein bisschen Fleisch dabei. Also man hat am Rand noch ein bisschen an, um das Motiv noch ein bisschen Raum, der halt, den man halt wegschneiden kann. Weil dann kann ich natürlich sagen, okay, wenn meine Kamera hoch genug auflöst und die genug Raum hat, kann ich das natürlich auch zusammenschneiden. Aber ich kann zum Beispiel ein hochformatiges Video nicht wirklich zu einem Querformat machen. Umgekehrt theoretisch schon. Also ich kann da, dann schneide ich einfach da in der Mitte, schneide halt den Teil raus. Wenn das hoch aufgelöst ist, dann kriege ich vielleicht noch ein Hochformat raus. Aber wenn ich das so habe, ich kann da nichts dazu schneiden. Ich kann nur einen Hintergrund dahinter legen, aber dazu schneiden geht nichts. Und das ist dann irrsinnig schwer. Also auf das immer achten und dabei bleiben. Das ist vielleicht einer der wichtigsten Tipps, den ich euch mitgeben kann. Es ist eine Frage jetzt da aufgetaucht. Bitte. Wieder. Das heißt, die Funktion in der Business Suite auf Facebook und Instagram gleichzeitig zu posten, ist für Videos keine gute Idee, weil unterschiedliches Format notwendig. Das war es jetzt nicht. Du? Ja. Es ist schwierig. Man kann auf Instagram, du kannst auf Instagram natürlich auch Videos im Querformat einbinden. Das geht schon. Es ist nur ein bisschen, Instagram hat es teilweise nicht so gern. Ich mache selber teilweise auch, weil es wirklich ein Aufwand ist, die Videos dann umzubauen. Das geht halt auch nicht bei jedem Video, das man produziert immer. Also zum Beispiel beim Yes-Video, was wir da am Anfang gesehen haben, das könnte ich halt extrem schwierig auf, ich meine, ich kenne es schon, aber es wird halt sehr, sehr viel Arbeit brauchen, das auf Instagram-Format zu bringen. Beim Business Manager auf Facebook ist es im Idealfall so, dass man halt für jede Plattform sein eigenes Videoformat hat. Es bedeutet halt nur mehr Aufwand beim Produzieren und beim Filmen. Aber idealerweise wäre es natürlich so, dass man das immer für das jeweilige Format anpasst. Grundsätzlich, das ist halt ein ganz anderes Feld, ob es grundsätzlich Sinn macht, immer das Gleiche zu posten. Ja, es kommt darauf an, wenn das Video, der Inhalt immer
dorthin passt. Aber das ist dann wieder Inhaltsfrage. Alles klar steht. Vielen Dank. Noch eine Frage? Einstweilen nicht. Passt. Wie gesagt, das habe ich, glaube ich, jetzt erklärt. Was ich euch jetzt noch vielleicht geben kann, was ich ganz cool finde, sind Zubehör-Tipps, bevor wir dann wirklich in die Praxis gehen. Was man immer, weil wie gesagt, ich habe schon am Anfang erwähnt, Handy filmen und filmen generell ist halt sehr zubehörlastig. Fotos gehen gleich einmal, da braucht man vielleicht eine Kamera, eine Linse und einen Blitz. Dann ist man schon einmal zufrieden. Kann man natürlich auch bis ins Unendliche steigern. Jeder, der mich vielleicht kennt, weiß, dass das geht. Beim Filmen ist es halt schon mehr, da gibt es dann, ihr kennt es sicher von Filmproduktionen, wo die Leute mit so einer Kästen rumlaufen, mit 1000 Sachen aufgesteckt, da ist halt schon mehr dahinter. Ich habe mir jetzt gedacht, ich suche euch ein paar Sachen raus, die für mich ganz praktisch sind und zeige euch die einmal kurz. Das Erste, wenn ihr irgendeine Mikros, irgendeine Sachen machen wollt, wo ihr was mit Ton habt, wo ihr persönlich, so wie ihr jetzt reinredet, oder so wie, ich muss immer auf das Yes-Video, weil das kennt ihr alle, referenzieren, damit da der Ton gut funktioniert, empfehle ich euch ein Ansteckmikro. Das schaut so aus, ich hoffe, ihr seht es. Das ist ein ganz handelsübliches Ansteckmikrofon, das hat halt einen tote Maus drauf, also ein Windschutz. Das steckt einfach beim Handy ein. Wenn euer Handy, so wie das iPhone oder ich glaube manches Android-Handy, so auch, keinen Kopfhöreranschluss hat, dann gibt es meistens Adapter für ein paar Euro. Das anstecken und dann halt da herklipsen und damit den Ton aufnehmen. Hat meistens halt ein kurzes Kabel, gibt es um 5, 6 Euro ein Verlängerungskabel bei jedem Elektrogeschäft und das einfach ans Handy anstecken, weil es gibt aus meiner Erfahrung, Videoqualität ist mittlerweile bei Handys und so sehr, sehr, sehr gut. Was das Problem ist, ist immer der Ton. Und ihr kennt es sicher, wenn ihr irgendwo was filmt und dann ist es ist laut vielleicht und dann ist der Ton komplett weg und man hört die Person, die spricht nicht. Und das könnt ihr unmöglich irgendwie retten. Also einen schlechten Ton ist nicht zu retten. Außer man ist irgendein Soundprofi, aber das ist, glaube ich, niemand von uns. Für mich ein klassisches Beispiel, was mir mal passiert ist, und das ist vielleicht auch ein Tipp, den ihr euch mitgeben kann beim Video machen, ihr werdet unendlich viel Fehler machen. Man macht immer Fehler. Ich mache auch immer wieder Fehler, wo ich mir denke, ach, das hätte ich jetzt anders machen müssen und das ärgert mich jetzt. Wird einer normalen Person vielleicht nicht auffallen, aber euch fällt es auch und das ärgert anderen. Zum Beispiel klassischer Fehler von mir, ich habe mal ein Video aufgenommen, ein Statement am Eisernen Tor vor diesem Brunnen, der dort ist. Ohne Ansteckmikro. Ihr könnt es euch vorstellen, das hat super ausgeschaut, total nett ausgeleuchtet. Man hat halt vom Ton nichts gehört, nur Rauschen. Und das kriegt ihr nie wieder aus dem Video raus. Und deswegen ein Ansteckmikrofon verwenden. Bernhard, wie viel kostet so? Also wie viel sollte man ungefähr dafür ausgeben? Also ist eine Frage. Also grundsätzlich ist, mehr ist immer besser bei sowas, weil beim Mikrofon, aber das, was ich da habe, das ist ein Rode Lavalier, heißt das gibt es auf Amazon oder beim guter Tipp, Foto Köberl in Graz gibt es, glaube ich, um 50 Euro, gibt es aber auch um 25 Euro. Aber ist eine Investition, die sich lohnt. Also, wie gesagt, ich würde sagen, zwischen 25 und 50 Euro. Gibt natürlich auch welche, die kosten 300 Euro, aber das ist nicht nötig. Also ab 25 ist man dabei. Ab 25 ist man dabei, genau. Bei allen Dingen, die ich euch zeige, ist es auch ein Tipp. Ich meine, man ganz persönlich auf Amazon schauen und dann einfach schauen, okay, was kann das, die Bewertungen anschauen und dann Geizhals oder irgendwo schauen und halt regional bestellen. Es gibt in Graz eh genug Fotogeschäfte und sowas und man kriegt das dann nochmal alles. Bernhard, gibt es aber auch eine Empfehlung für ein preis-leistungsstarkes Bluetooth-Mikro oder ist Bluetooth-Mikro eher nicht zu empfehlen? Fragst du mir jetzt zu schnell, was ich jetzt gar nicht müsste schauen, können wir dann nachher noch nachschicken. Okay, das heißt, ihr könnt es natürlich. Martha, du kannst den Bernhard da gern schreiben auf logo.at, ist eine E-Mail-Adresse und dann würde er dir dann zurückschreiben. Ja. Bernhard.schindler@logo.at. Aber wie gesagt, ich kann euch die Equipment-Listen dann, die ich noch habe, abtippen und ein paar Tipps dazu geben, wenn ihr das wollt. Ist auch kein Problem. Aber neben einem Mikro, ein guter Tipp ist halt sowas. Und zweiter Tipp, wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt, schaut auf Willhaben. Einfach, ihr habt sehr viele Sachen von Willhaben irgendwie, weil dort gibt es gebrauchte Sachen und die funktionieren meistens auch noch sehr gut und ihr habt
habt auch Freude damit. Was ihr zum Beispiel von mir haben habt, ist das da. Das ist ein Gorilla-Pod. Das ist halt so ein flexibles Stativ, da könnt ihr das halt so verbiegen. Und da habt ihr dann oben so eine Klammer, wo ihr das Smartphone reinstecken könnt. Könnt ihr dann auch natürlich dann ins Hochformat tun, wenn ihr es da umlegt. Der Vorteil, warum ich euch das empfehle, ihr könnt natürlich ein normales Stativ nehmen. Was das Ding aber kann, was halt cool ist, ihr könnt es halt erstens einmal überall draufstecken und draufklemmen. Das heißt, ihr könnt es euch selber halt leicht aus einer höheren Perspektive filmen. Und der große, große Vorteil, wenn ihr dann euer Handy, ich zeige euch das mal schnell vor, reintut, ihr könnt es dann halt einfach so einfach vor euch hinhalten und habt halt quasi auch gleich ein bisschen so eine Art Selfie-Stick dabei. Also wenn ihr das dann so haltet, tut es euch halt leichter und ihr werdet mit dem, wenn ihr so filmt, auch das Handy viel stabiler halten können, als wenn ihr es so haltet. Das kostet, weiß nicht, das kriegt man um 30, 40 Euro für Handys, braucht man gar nicht so teure, die gibt es eh überall. Gibt es auch um 10 Euro schon. Einfach auf will haben oder andermaßen schauen, kriegt man nachgeschmissen und sind super praktisch. Werdet sehr viel Freude damit haben, verspreche ich euch. Dann, was auch immer ganz cool ist, kriegt man auch für ein paar Euro, ist halt so ein Lichtding, mit dem man sich halt so ausleuchten kann. Ist auch nicht praktisch, gerade wenn man vielleicht irgendwas an Zweiten dabei hat, der einen das so haltet und dann so rüberfilmt, ist auch immer ganz cool. Kostet ein paar Euro. Gibt es mit Akku und allem drum und dran. Dann eben, ganz billig, gibt es auch bei uns im Logo zum Holen, muss die Daniel sagen, ein Brillenputztuch. Immer super praktisch, um halt irgendwas abzuputzen oder seine Linsen zu putzen, seine Kamera oder seine Brillen oder was auch immer zu putzen. Zahlt sich immer aus. Und wenn man wirklich Geld ausgeben mag, kostet es ungefähr um 100 Euro, ist halt so ein Handy-Gimbal. Das ist halt wirklich dann schon sehr, sehr praktisch, weil da spannt man sein Handy dann da rein und das stabilisiert. Dann heißt, man kann halt so rumfahren und man kriegt halt ein komplett gerades Video dabei raus. Hat da teilweise softwaremäßig ein paar coole Funktionen. Schreibe ich euch aber rein, den gibt es, glaube ich, 100 Euro oder so, kriegt man den wahrscheinlich gebraucht, auch viel haben und so einwandfrei, auch um 50 Euro schon. Wie heißt das dann? Gimbal, steht in der Präsentation. Ah, okay. Das ist da, ich schreibe euch aber das alles noch genau zusammen mit Empfehlungen, was ich halt benutzen würde, wenn das gewünscht ist. Kann man auch zusammenklappen und einfach irgendwo am Rucksack draufhängen. Finde ich super praktisch. Genau. Das wären einmal so die Tipps dann fürs Filmen, weil das ist, damit wir jetzt wirklich zum eigenen Buch kommen, die brauche ich eh schon wieder viel zu lang für alles. Aber App-Tipps, die cool sind. Die Dagmar hat mir aufgetragen, ich soll halt, also ich bin nur zur Klarstellung, ich mache das eigentlich hauptsächlich am PC. Also ich schneide halt meistens am PC, am Handy. Du ist ganz, ganz selten und ich benutze halt ein iPhone. Und jetzt habe ich halt deswegen geschaut, was es halt für Android und iPhone gibt, um halt, weil ich weiß halt natürlich nicht, was ihr alles benutzt. Und habe da jetzt ein paar App-Tipps für euch zusammengetragen. Die sollte es, so wie ich es gesehen habe, manche davon auf beiden geben. Ich sage aber immer dazu, wenn es etwas nur fürs iPhone gibt. Das, was ich euch nachher zeigen werde, ist PowerDirector. Es ist so, bei den Apps, die ich ausgesucht habe, die sind grundsätzlich in den Basic-Versionen alle gratis. Die könnt's, also das, was ich mit dem PowerDirector nachher zeige, ist gratis. Es gibt dann halt immer ein paar Futures, die man dazu kaufen kann. Dann kostet es halt 30 Euro im Jahr oder sowas, das App. Ist aber meistens nicht nötig. Man kann das auch mit denen machen. Also den PowerDirector zeige ich noch. Gibt es für Android und für iPhone. InShot, das soll es auch für beide geben. iMovie, das gibt es, glaube ich, gratis für nur iPhones, kann man aber auch coole Sachen machen. Also wer iPhone oder iPad hat, kann damit arbeiten. Funktioniert meiner Meinung nach auch sehr gut. KineMaster, das gibt es für beide Sachen. Wie gesagt, das ist immer das Basic-Version gratis und dann alles, was man dann vielleicht mehr machen mag, mit mehr Schriften, mehr Übergänge, mehr Filter, kostet dann halt immer was. Und was halt wirklich dann, wenn jemand von euch vielleicht, bei mir hat es funktioniert, bei der Dagmar zum Beispiel nicht, das könnt ihr dann probieren, das ist halt dann schon wirklich in der Basic-Version auch gratis, ist Premiere Rush, also das ist von Adobe, von der Profi-Schnittsoftware, Handy-App,
es geht halt, glaube ich, leider nicht bei jedem. Ich glaube, bei iPhones geht es ganz gut. Das ist halt dann schon wirklich sehr, sehr gut und kann man auch coole Sachen damit machen. Aber ich würde sagen, das schickt euch die Dagmar dann nachher noch alles mit den Links dazu. Und ich werde euch jetzt einfach, genau, noch ein kleiner Tipp, weil Videos auch natürlich immer vielleicht der Musik unterlegen oder sowas. Ihr könnt es auf free-stock-music.com, da kann man sich gratis Musiksachen runterladen. Also so Samples oder Lieder oder sowas, das man halt ein bisschen so unterlegen kann. Schickt euch aber die Dagmar dann, glaube ich, auch noch alles aus. Wenn es keine Fragen gibt, würde ich jetzt dann vielleicht das Praktische noch schnell machen, wenn das okay ist. Fragen Gibt es bitte Fragen? rein in den Chat schreiben oder Mikro anschalten und fragen. Ah, es kommt eine Frage. Bitte. Erzähl doch bitte mehr über Gimbal. Auf was muss man schauen? Es gibt auch welche mit Teleskopfunktion. Gibt es universelle für Smartphone und kleine Kameras? Weißt du das? Überlegen, also Die mit Martha sagt Teleskop, ja. das kann sein, ich weiß es nicht. Die, was ich habe, sind, kann man separat verwenden. Es gibt aber die, das, ich glaube halt, dass für Smartphones sinnvoller ist, weil für die kleinen Kameras, die sind dann halt gleich mal teurer. Weil eine Kamera wiegt ja immer mehrere, die wiegt ja gleich mal mit Objektiv 1 Kilo oder sowas. Das geht dann halt schon rauf und das Smartphone wiegt ja nichts. Das heißt, wenn ich ein Gimbal habe, das beides halten muss, dann muss das halt schon ein massiveres Gimbal sein, weil das halt dann schwerer ist. Und die Kosten dann halt dann mehr. Also ich benutze für die Kamera auch ein Gimbal. Warte jetzt mal ganz kurz. Der steht eh da. So, bin ich noch scharf? Ja. Ja. Ich meine, das ist dann halt ein Kamera-Gimbal. Da kann ich wahrscheinlich mein Handy auch reinstecken. Aber ihr seht halt, das ist halt schon ein massives Ding. Und wenn ich das, da die Kamera noch drauf habe, wiegt das, glaube ich, 3 Kilo. Und dann halt einmal drei mit dem so rumlaufen, da merkt man dann schon, dass das ein bisschen in die Oberarme geht. Also es gibt, glaube ich, schon Sachen. Ich würde euch einfach ein Smartphone-Gimbal eher empfehlen, weil es halt fürs Handy praktischer ist. Ihr könnt ihn dann ja auch, wenn ihr Jugendliche habt oder sowas, die halt was filmen wollen, könnt ihr ihn ja denen auch ausborgen. Und die können ihr eigenes Handy damit verwenden. Hat halt auch den Vorteil, dass ihr sowas machen könnt. Und zu dem Teleskop-Ding beim Gimbal, ihr könnt ja, wenn ihr das Gorilla-Bot habt und ein Gimbal habt, ihr könnt es ja zusammenschrauben. Ihr macht das jetzt schnell einmal. In 1 Minute, wenn das jetzt geht. Kopf-Vorführeffekt. Na, Das ist natürlich ja geht es fast wie bei nicht. einer Tupperware-Show bei dir, hey. Wahnsinn. Ja. Ich würde ja alles kaufen. Ich schicke euch dann einen Link, da kennst du wieder einen Sponsor. Na, Einen Affiliate-Link. Na. wir wollen damit sagen, man kann das überall kaufen. Wir präferieren da gar nichts, sondern Na, kaufen eben, wollen wir genau. Gold, gell? Genau. Lokal. Nicht Genau, beim bösen lokal, Amazon. regional. Regional. Mediamarkt ist nicht regional. So. Aber ihr könnt es dann so zusammenstecken und dann habt ihr eigentlich auch ein Teleskop-Ding. Also das kann man dann halt schon, man kann diese Sachen dann ja ganz gut kombinieren. Noch eine Frage? Ja, und zwar ist die Musik über Freestock urheberrechtlich safe? Ja, also es steht bei Freestock Music meistens bei dem Musikstück, das ihr euch dann anschaut, dabei, wie man mit den Rechten umgehen muss. Also steht dann immer drunter, wer bitte frei verwendbar oder halt, wenn ihr es zum Beispiel auf YouTube verwendet, dann einfach immer drunter, vielleicht in die YouTube-Beschreibung vom Video müsst ihr dann halt einen Absatz rein kopieren. Da steht, dieses Musikstück ist bla 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 von dort und dort. Also das ist genau das Wesen von Freestock Music, dass ihr das dafür verwenden könnt und dass das halt da überall bei Facebook und so überall nicht erkannt wird. Weil das Problem ist, wenn ihr irgendeine Musik verwendet, die euch halt jetzt gerade gefällt, wenn ihr denkt, ich möchte jetzt ein Weihnachtsvideo machen und die verwendet da Last Christmas als Hintergrund, warum man immer mal das machen sollte, weil das das schlimmste Lied der Welt ist, aber Stimmt gar nicht. angenommen, das reden wir noch in einem eigenen Ding. Aber wenn ihr das machen wollt, ist das Problem, dass dann halt Facebook und YouTube und Instagram sofort schreit, Achtung, das ist ein Urheber, weil die erkennen das sofort, dem eigene Software, die nur das macht und das dann halt runterlöscht. Das heißt, am besten bei Freestock Music schauen, wir verwenden auch bei vielen Sachen Musik von dorten,
weil Musikrechte immer sehr, sehr teuer sind. Auch für so, es gibt so Datenbanken, wo ihr ewig viel Musik runterladen könnt, aber da zahlt man für ein Lied oder einen Sound schon einmal 30, 40, 50 € aufwärts und das steht halt dann oft nicht dafür. Also ich schaue ehrlich gesagt immer dorten. Wir haben eine kleine Side Note für den Logo-Podcast, den wir wöchentlich rausgeben, ist das, falls den jemand kennt, ist das Intro, ist auch von dorten. Oder das von meinem persönlichen Podcast ist alles Intro von dorten. Also das kann man sich dann eigentlich dorten schon holen. Es steht dann auch immer dabei, wie man zitieren muss. Und das ist, glaube ich, auch so ein fairness Ding, dass man natürlich, wenn da jemand was baut oder erschafft, dass man das dann halt ein bisschen zitiert und halt wertschätzt. Aber grundsätzlich ist es Urheber, ich habe noch nie ein Problem damit gehabt. Steht aber auf Bernhard, der Homepage, genau, ja. Entschuldigung, Bernhard, noch eine Frage und zwar zum Übertragen von Fotos, Videos. Wo geht am wenigsten Qualität verloren? Wie zum Beispiel Das ist WeTransfer, wichtig, Dropbox? Hast du Tipps? ganz wichtige Frage. Habe ich normalerweise auch immer drinnen. Ich habe es jetzt aus Zeitgründen ausgespart. Auf gar keinen Fall, egal was ihr macht, wenn ihr in eurer Organisation, in eurem Jugendzentrum, wo ihr immer Fotos hin und her schickt, niemals auf WhatsApp, niemals auf iMessage und niemals auf Facebook. Also da hin und her schicken, weil jeder von den Diensten komprimiert die Fotos total runter. Also, ihr kennt das wahrscheinlich, ihr habt ein schönes Foto und ihr schickt es auf WhatsApp und dann kommt es irgendwo an und das ist nicht zum Gebrauchen, weil es halt einfach von der Qualität her schlecht ist. Zum Beispiel, was ein Problem, das ich da oft habe, ist, du kriegst ein Foto und das möchtest du dann vielleicht irgendwann einmal für eine Presseaussendung oder für die Zeitung nehmen. Und du hast das Foto aber nur von jemandem per WhatsApp kriegt, dann kannst du das nicht verwenden, weil das einfach zu klein ist. Das heißt, ich würde Fotos immer entweder Telegram oder Signal als Messenger verwenden. Man Telegram kennen wahrscheinlich die meisten so aus dem Verschwörungstheorie-Kontext, ist aber grundsätzlich ein praktischer Messenger, weil und Signal genau das gleiche, weil die beiden die Qualität nicht runterrechnen. Oder sonst eben jeden Sharing-Dienst. Also du hast eh schon erwähnt, da Dropbox funktioniert sehr gut. Ich persönlich bin ein großer Fan von WeTransfer, weil das einfach sehr, sehr gut funktioniert. Also einfach hochladen, man kann ja mit 2 GB gratis hochladen und verschicken und damit oder sonst halt Dropbox verwenden auch viele, Google Drive geht auch, also es gibt da mittlerweile eh sehr, sehr viel Cloud-Speicher-Anbieter. Ich persönlich benutze am liebsten Dropbox, weil es, eine Dropbox, WeTransfer, weil es am einfachsten geht. Und wenn es über einen Messenger-Dienst schnell irgendwo hingeschickt werden muss, vom Handy aus, dann halt entweder Telegram oder Signal, weil die die Qualität nicht runterrechnen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja, danke schön. Kennen wir aber dann auch noch, ich kann das dann auch noch dazu schreiben, falls es jemand noch nicht kennt. Gut, wenn es keine Fragen gibt, dann würde ich jetzt schnell das mit dem Handyschnitt machen. Da müsste ich jetzt nur ganz kurz. Wir haben noch 10 Minuten, also Ja, nur. das werde ich ganz schnell machen. Okay. Also, ich werde euch jetzt zeigen, wie man das in Übertragung starten. Ich werde sagen, wir müssen dann aufs Handy umschalten, bitte. Bernhard, du musst da jetzt einfach bei Ich deiner muss, genau. Bildschirmpräsentation raus und mit der anderen rein. So sehen wir dann dein Handy. Genau, super. Dann stoppe ich das. Jetzt seht ihr mein Handy, genau. Und ich hoffe, ihr hört es mir noch ganz normal. Ja. Ich zeige euch jetzt mit diesem Power Director, wie man das zum Beispiel macht. Also das schaut dann halt so aus. Ihr könnt es dann halt dann natürlich im Querformat, ich werde es so machen, weil es dann bildschirmfüllender ist. Ihr tut es dann da, ihr seht, ihr habt dann, das sind halt so Inspirationsvorlagen und alles. Also wenn ihr es aufmacht, startet es genauso. Ich nenne das jetzt einfach ein neues Projekt, dann klickt ihr da unten auf neues Projekt. Dann kommt genau, dann ist der Name eben. Ich nenne das jetzt einfach But first Coffee. Ich habe nämlich schon ein bisschen was vorbereitet. Und dann ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Überlegen, welches Format man verwendet. Ihr seht es da jetzt eh 16 zu 9, also Breitbild 9 zu 16, Instagram Hochformat und 1 zu 1 quadratisch. Ich habe jetzt das, was ich vorbereitet habe, ist 9 zu 16, also Instagram, wähle ich das und dann kommt es ja dahin. Das ist dann halt so die Ansicht. Das sind jetzt Familienbilder und sowas, aber das ist egal.
Dann habt ihr da unten im unteren Bereich, seht ihr so Spuren. Also da unten. Ich werde das jetzt mal kurz bewegen. Ja, geht nicht. Jetzt dann geht man dann auf da oben, wo zuletzt steht. Und da sind dann ein paar Fotos und Videos drinnen. Ich habe da jetzt schon ein bisschen was vorbereitet, was runtergefilmt, wie man vielleicht erkennen kann. Ich bin ein kleiner, dezenter Baby Yoda-Fan und habe da schnell einmal was heute am Vormittag noch runtergefilmt. Und dann wählt ihr einfach in dieser Ansicht der Bilder, wählt ihr dann einfach so mit einem Klick die Sachen aus, die ihr gern hättet. Ich tue da jetzt einfach einmal alles, was, also dann, und dann einfach auf Plus und dann wird es dazugefügt unten in der Leiste. Das macht man dann einfach so Stück für Stück. Und dann hat man einfach, jetzt muss ich nur schauen, dass ich da nicht durcheinander komme. Das ist das. Und das ist dann das. Und dann, wenn man dann sagt, man möchte jetzt zum Beispiel noch mehr hinzufügen, geht man immer wieder da auf dieses Icon mit den Sachen und kommt dann wieder zu der Ansicht und kann dann halt natürlich noch mehr hinzufügen. Ich füge jetzt noch das da hinzu. Und dann fahre ich weiter immer ans Ende hin und füge jetzt noch das da hinzu. Genau. Und jetzt habe ich da schon unten ein paar Sachen. Wenn ich jetzt wieder da oben auf diesen Pfeil zurückgehe und auf dieses Ebenenteil gehe, dann, na, falsch, dann haben wir da unten jetzt, da oben muss ich auf zurückgehen, genau. Und dann sehe ich jetzt das ganze Video, was ich habe. Und jetzt sind die Videos natürlich in einer komischen Reihenfolge. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte diese Videos verschieben, dass es in einer anderen Reihenfolge kommt, geht das ganz einfach. Im Endeffekt drücke ich einfach drauf auf das Video, halte es mit einem Finger gedrückt und dann kann ich es so verschieben. Jetzt schiebe ich das da zum Beispiel am Anfang, weil das soll meine erste Einstellung sein. Da habe ich jetzt zum Beispiel, weil wir über Perspektiven geredet haben, geredet, dass ich halt einfach so eine gern hätte, wo es so oben drüber fährt, über den Schreibtisch, mein Schreibtisch halt sieht. Das hängt noch ein bisschen weg. Bitte. Dagi? Ja, Na. das war nicht ich, und zwar irgendjemand hat sein Video, also sein Mikrofon Okay. eingeschalten, unabsichtlich. Kein Problem. Ja, auf jeden Fall sitzt ihr. Da kann ich dann einfach so das erste Video hintun. Dann hätte ich gern das Video, wo der Wecker dann geht. Also, ich habe mir davor hab überlegt, eben wie ich es filme. Und dann habe ich mir überlegt, was ich erzählen möchte. Und ich möchte jetzt da quasi die Geschichte erzählen. Okay, mein Arbeitsbereich und mein Wecker geht und wie das halt ausschaut. Jetzt habe ich da noch ein zweites Videofile, wo ich eben so ein bisschen Froschperspektive gefilmt habe und über die Tastatur auf mein iPad an mein Kaffeehäferl vorbei. Das ist jetzt eigentlich so eine Kombination aus diesen zwei Sachen, was ich früher erwähnt habe. Froschperspektive eben von weit unten und der Objekt mit dem Kaffeehäferl im Vordergrund. Jetzt möchte ich das natürlich wieder ein bisschen weiter vorschieben und dann heißt, ich drücke wieder mit dem Finger drauf und schiebe es einfach dann so rein und zack, lass es dann los und dann ist es da. Wenn ihr jetzt sagt, das ist mir zu lang, dann gibt es da am Anfang und am Ende diese grünen Icons. Also da seht ihr es da und am Anfang. Wenn ihr da jetzt mit einem Finger draufklickt und das einfach so zieht, schneide ich es dann einfach zusammen. Ihr seht, es wird dann kürzer, dann lasse ich es los und dann ist es kürzer. Ich möchte das jetzt eigentlich nur ganz, ganz kurz haben. So, nur bis der Wecker losgeht ungefähr. So, und dann schneide ich hinten noch ein bisschen weg. So, und jetzt habe ich da schon einmal das. Also ich fahre über den Schreibtisch, dann geht der Wecker los, dann ist mein Kaffeehäferl, da kommt dann der kleine Baby Yoda, da klicke ich jetzt auch noch drauf und schneide da was. Wenn ich da auf das einen Clip löschen mag, kann ich auf diesen Mistkübel klicken und dann löscht aber den Clip raus. So. Und jetzt ist das halt dann eben so. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich hätte jetzt gern noch was da hinten dazu, klicke ich noch einmal auf das Symbol da oben und da kann ich dann wieder auf die Videos gehen und kann halt noch was dazu tun. Zum Beispiel hätte ich da jetzt gern da das da, wo ich den Kaffee einschenke. Das kommt jetzt noch hinten dazu. Und dann habe ich halt eben ein Video. So, wird sie wieder zurückgehen. Bernhard, Zurück. Ja. und zwar bei mir schreibt, bei mir steht, wenn ich ein Video hinzufügen möchte, Ihr Gerät unterstützt die Videoauflösung nicht.
Wählen Sie eine niedrigere Auflösung? Muss man da beim Filmen etwas beachten? Also wegen der Auflösung, muss man da beim Filmen etwas beachten? Normalerweise nicht. Da wüsste ich jetzt ehrlich, bin jetzt gerade überfragt, was bei dem Gerät da passiert ist. Weiß ich jetzt leider ad hoc nicht. Aber ich werde das mal schnell fertig machen und dann werde ich noch schauen, wie man das macht. Also ich zeige euch jetzt nur eben, ich habe das jetzt ganz, ganz einfach zusammengesetzt. Ich werde jetzt einfach mal auf, wenn ihr da auf Play druckt, da könnt ihr euch das Video schon mal anschauen. So, ne? Vorführeffekt. Geht nicht. Warum geht das nicht? Interessant. So, warum geht das jetzt nicht? Jetzt soll es gehen. Ja. Sehr gut. Vorführeffekt, das ist immer das, was man befürchtet, dass es dann natürlich nicht geht. Weil eigentlich sollte das jetzt funktionieren. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, warum das nicht funktioniert. Das ist sicher der Vorführeffekt, das Das gehört ist dazu, echt Bernhard. Vorführeffekt. Das gehört dazu. Aber wir Aber in. glauben dir, dass du Videos Das damit ist. schneiden kannst. Also da bin ich Es mir eigentlich geht. ganz sicher. Ja, ihr müsst es halt probieren. Was war dann natürlich, wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt den einen Clip, zum Beispiel den da, habt ihr da unten noch dieses Symbol und im Endeffekt, es funktionieren fast alle diese Videoclips-Apps mehr oder weniger gleich. Ihr habt dann noch dieses Stiftsymbol, klickt dann da drauf und da könnt ihr dann natürlich unten einen ganzen Haufen Sachen einstellen. Könnt zum Beispiel bei der Lautstärke sagen, ich möchte den Ton von dem Video weghaben. Ich möchte dann vielleicht da ein Filter drüber legen, dass ich halt sage, okay, das soll halt dann irgendwie so bestimmt ausschauen oder einen Effekt drüber haben. Ich gehe dann wieder zurück, kann dann da natürlich noch ganz genau einstellen, so eben Helligkeit zum Beispiel, stellen wir mal die Helligkeit ein bisschen hoch oder stellen wir die Helligkeit runter. Können wir da so eine Sachen einstellen? Wir können dann die Geschwindigkeit machen. Man kann es auch zuschneiden. Also da gibt es dann einen ganzen Haufen Tools. Jetzt haben wir das einmal soweit grob zusammengeschnitten. Und jetzt sage ich, ich hätte gerne am Ende noch einen Text, weil das auch immer ganz nett ist. Und dann tue ich da einfach auf, wieder auf das, na, auf das Symbol, genau, mit den Ebenen. Und da gibt es dann Text. Dann nehme ich dann einfach da das Textding, durch Plus drucken. Und dann steht halt da jetzt Power Director irgendwas. Da kann ich dann auch wieder draufklicken und es mit diesem Pfeil wieder bearbeiten. Dann schreibe ich da halt jetzt rein bearbeiten und schreibe da jetzt einfach rein. But first. Coffee. Zack. Und dann ist noch ein Untertitel drunter. Da steht dann, schreibe ich jetzt noch rein. Keine Ahnung. Lösche es weg und schreibe ein Baby oder Film. So, und speichere das auch wieder. Kann dann da auch natürlich die Schriftart verändern, die ich gern hätte. Kann er die Farbe verändern, kann er sagen, ich hätte es gerne in Weiß, bitte. Oder in Schwarz, da ist es besser Weiß. Gut, kann dann auch wieder da auf die andere Überschrift, kann auch sagen, ich hätte es bitte gerne in Weiß. Und wenn ich dann da auf den Bildschirm drucke, kann ich es natürlich auch größer ziehen oder kleiner ziehen. Und wenn ich unten auf den Links draufklicke, so, jetzt müssen wir da fertig. Wenn ich sage, ich möchte das jetzt ein bisschen unterm Text haben, unterm Video haben, dann ziehe ich es einfach so runter. Also mit einem Finger gedruckt halten, kann es verschieben. Dann ist es dahin verschoben. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, was wieder mal lustigerweise nicht geht, dann scheint es dann einfach so auf und blendet sich so ein. Kann es natürlich dann auch hinten wieder mit einem Klick in der Länge verziehen. Sagen, es soll halt genau dann da aufhören. Genau. Das ist es. Da kann ich halt dann eben da auch noch überall mit diesem Pfeil einfach alles verändern. Das ist halt dann eine Spielerei, was man halt gern macht. Aber jetzt sage ich halt, und jetzt möchte ich vielleicht noch unten eine Musik hinzufügen. Dann klicke ich immer auch schon was heruntergeladen. Dann klicke ich da auf das Musik-Icon oben. Gehe auf, da auf das Musiksymbol. Ich weiß, das gibt es dann, da greift auf eigene Dateien zurück. Da habe ich mir schon was von Free Audio Sounds runtergeladen. Wähle das einfach aus. Und dann ist das halt jetzt runtergelegt als Musikstück. Ihr seht, das läuft jetzt dann unten drunter.
dann fahre ich da bis zum Ende und sage halt, ich möchte, dass das genau dann auch da aufhört. Klick unten rauf, tu wieder auf Teilen, teilst dann da und das lösche ich einfach weg und dann ist es fertig. Das ist vielleicht noch ganz wichtig, wenn ich sagen möchte, ich möchte bei dem Video da, jetzt in der Mitte das Teilen, mache ich das natürlich auch. Da gibt es dann unten da die Option Teilen. Das ist halt eigentlich der klassische Videoschnitt, dass ich da unten auf dieses Teilen-Symbol drücke und dann teilt er es mir genau auf der Position. Und dann kann ich zum Beispiel den zweiten Teil oder den ersten Teil, den da einfach rauslöschen. Das ist dann eigentlich klassischer Videoschnitt. Und wenn ich dann mit deinem Projekt fertig bin, tue ich dann da oben auf Exportieren. Dann sagt der Video exportieren. Er gibt mir dann die Optionen. Ich tue dann aber immer in meiner Galerie speichern. Also ins Erste. Wähle 27b, das reicht eigentlich total. Produzieren. Dann wird dann mal halt einmal, weil es halt gratis ist, eine Werbeeinschaltung geben. Die klicke ich halt einfach weg. Bla bla bla, muss im Vorort laufen und dann tue ich auf Produzieren. Dann rechnet er mal das raus. Dauert immer ein paar Sekunden. Dann ist halt wieder Erwerbung. Ja, okay. Und dann gehe ich jetzt einfach mal in meine Fotos-App und schaue mal das an, was wir da gemacht haben. Fertig. So. Sehr cool. Also im Endeffekt ist es wirklich, ihr habt jetzt gesehen, wie schnell das gegangen ist, einfach nur die paar Videosachen zusammen zu schnipseln. Und ja, man tut es, um da halt wieder ein bisschen den Bogen auch früher zu spannen, man tut sich halt sehr, sehr leicht, wenn man das vorher schon ein bisschen im Kopf hat, was man gerne hätte von den Sachen, die man zusammenschneidet. Weil Gernot. dann, ja. Ich muss sagen, die Evi sagt zum Beispiel, schaut gleich voll professionell aus, gell? Und sie sind echt gespannt, wie lange sie dafür auch noch brauchen, wenn man halt noch, das noch nie gemacht hat. Aber ich muss dir leider darauf hinweisen, dass wir eigentlich schon voll überziehen. Und ja, ich würde dich Ich bin bitten. eigentlich, das war es jetzt eigentlich eh. Wenn jetzt jemand noch Fragen hat, Ah, eine Frage ist noch. Die bitte. Feline schreibt, wie sicher ist denn dieses Power? Wie heißt das jetzt? Denn Power Director. ja, wird das wo zwischengespeichert hochgeladen? Weißt du da was? Also bei mir war es jetzt, ich habe es gestern auch noch ausprobiert, da ist nichts hochgeladen oder zwischengespeichert worden. Okay. Also das passiert alles nur am Handy. Okay. Das war Aber noch eine vielleicht, Frage. genau, vielleicht ist es ja dann irgendwann einmal eine Option. Ich weiß, das ist Videoschnitt, ist immer, das wirkt, wenn man drinnen ist, so schnell für jemanden. Ich habe die Befürchtung, dass es vielleicht für die Zuseher vielleicht ein bisschen zu schnell war. Vielleicht nach Corona, vielleicht können wir da mal wirklich mal in Person das machen, dann ist es ja noch cooler und hat mehr Zeit. Aber das sehen wir eh. Und sonst, Das stimmt. wenn es Fragen gibt, die Dagmar hat immer Kontaktadresse reingeschrieben, einfach mir nur eine Mail schreiben. Wenn ich Zeit habe, schreibe ich natürlich sobald es geht zurück und beantworte gern alle Fragen. Super, Bernhard. Silvia schreibt noch, macht Lust aufs Ausprobieren. Vielen Dank zum Beispiel. Ja. Bitte, voll gern. Es Also. ist. Es macht extrem viel Spaß. Also es ist eine hohe Einstiegshürde. Einfach anfangen, probieren und einfach für sich selber ein bisschen rumexperimentieren. Noch ein letzter Tipp, den ich gebe. YouTube. Einfach auf YouTube Handy-Videoschnitt anschauen und einfach sich durch YouTube klicken und sich dort fortbilden. Ihr findet jetzt alles, was ihr irgendwie wissen wollt, auf YouTube und man kann sich dort super fortbilden. Ja, mein letzter Tipp. Super. Ja, ich glaube, wenn du in den Chat reinschauen würdest, danke für die tollen Tipps. Super, klasse, sie freuen sich. Und wir freuen uns auch, dass ihr heute dabei wart. Ehrlich gesagt, zur Tooltime. Wenn ihr wieder Infos, Tricks und Tipps und Apps und was was ihr haben wollt, dann schaut rein bei der nächsten Tooltime. Die ist nächste Woche am 1. Dezember und zwar von 11 bis 12 Uhr und da geht es um digitale Spiele. Ja. Und ansonsten, ja, wenn ihr keine Fragen mehr habt, Bernhard Schindler, bernhard.schindler@logo.at, der Schindler auf
Hast du da Homepage? Ja, oder? Ja, Bernhard? der Schindler.at, die auf der Homepage basiert, aber seit Jänner nichts mehr. Wurscht, Können wir aber nicht man dazu sieht, was kommen. du sonst so machst, oder? Ja, Weil du, ja. der Schindler 8020 auf Facebook, also findet Und man überall. Instagram. Und Instagram, Instagram. oder? Genau. Der.Schindler auf Instagram. Genau. Herzlichen Dank. Es war wirklich eine tolle Fortbildung, Bernhard. Das hast du cool gemacht. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, ja. Und wir sehen uns wieder.